Herzlich willkommen, es ist wieder Mittwochabend, 19.30 Uhr und damit ist wieder Zeit für Olaf vor 8, Impulse für selbstbestimmte Beziehungen. Heute schon mit der Folge 45. Ich freue mich, wenn du jetzt gerade live dabei bist. Für diejenigen, die das Video im Nachgang sehen, entweder auf Facebook oder auf YouTube, freue ich mich, wenn du dieses Video dann entsprechend siehst. Das Thema heute, letzter Teil der kleinen Miniserie, das hat sich eigentlich so letztendlich ergeben, war gar nicht so richtig geplant, also dass ich mehr als ein Video dazu mache schon, aber dass es dann nachher doch vier werden, ist das Thema Fernbeziehung. Und ganz konkret zum Thema Fernbeziehung habe ich dir mal so ein bisschen, gar nicht mal auf meiner Idee geboren, sondern tatsächlich von der Dame, die sich das Thema Fernbeziehung gewünscht hat, auch mit in den Raum geworfen, dass ganz häufig wohl zu lesen ist, dass Fernbeziehungen auch gerne mal so verstanden werden als Einstieg in eine offene Beziehung. Ist es das? Kann es nur so funktionieren, wenn man eine offene Beziehung führt oder sich darauf verständigt, oder gibt es auch andere Wege? Genau darüber möchte ich mit dir sprechen, ob das totaler Quatsch ist oder ob da durchaus vielleicht was dran ist. Natürlich interessiert mich auch deine Meinung dazu oder auch deine Fragen. Also das heißt, immer fleißig in die Tasten hauen und schreib in die Kommentare rein, wenn du Fragen hast, auch deine Sichtweise. Wenn ich es hier mal sehe, greife ich es gerne gleich live auf und ansonsten antworte ich wie immer danach. Ja, wer mich noch nicht kennt, Olaf Schwandt ist Beziehungscoach und Paartherapeut aus Hannover. So viel zu meiner Person. Gut. Dann lassen Sie mal einfach in das Thema einsteigen und ich fange vielleicht erstmal ein bisschen anders an, weil ich hatte ja so im Untertitel auch geschrieben, das Thema Treue und Vertrauen sind natürlich in einer Fernbeziehung nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich denke mal, du wirst dir vorstellen können, warum gerade so das Thema Vertrauen vielleicht eine Herausforderung ist. Wir haben ja alle immer das Gefühl, wenn wir eine Vorortbeziehung, so habe ich die ja immer genannt, eine Vorortbeziehung führen, dass wir den anderen, ich sage es immer wirklich ein bisschen bewusst böse, unter Kontrolle haben. Weil wir sind ja viel Zeit dann miteinander. Wir vergessen oder ignorieren dabei aber gerne, dass wir gerade gar nicht so viel Zeit vielleicht miteinander verbringen, sondern dass der andere zu seiner Arbeitsstelle geht und dort ist, vielleicht seinen Hobbys nachgeht. Das heißt, da ist der andere auch gar nicht in meiner Kontrolle. In einer Fernbeziehung ist das natürlich dann nochmal anders, weil ich bin halt nicht vor Ort und das ist für viele erstmal eine größere Herausforderung nochmal, gerade für das Thema Vertrauen damit umzugehen. Weil was ist, wenn ich nicht wirklich im Vertrauen bin, komme ich schneller an das Gefühl der Eifersucht dran. Also, das heißt, das ist immer die große Gefahr dabei, dass das einen dann irgendwann auffrisst und dass man so in diese Falle der Eifersucht hineinkommt. Also das heißt, was ganz wichtig ist, und das ist immer für Fernbeziehungen, kommt man vielleicht schneller darauf, sich darüber zu unterhalten. Und letztendlich könnten aber jede Vorortbeziehung auch davon lernen, weil ich finde das generell immer wichtig, sich über ganz wichtige Werte zu unterhalten und festzustellen, sind wir da eigentlich auf einem Weg unterwegs. Was will ich damit sagen? Das Thema Treue anzusprechen. Das Thema Treue, sich darüber klar zu werden, was bedeutet das? Erstmal, was bedeutet das für mich selbst? Dann von meinem Partner, von meiner Partnerin zu hören, was bedeutet das für dich? Um dann halt gemeinsam festzulegen, okay, was ist unsere Spielwiese? Wo bewegen wir uns? Was ist für uns okay? Wo kann sich jeder so bewegen, wie er sich bewegen möchte? Und ab welchem Punkt ist es erreicht, dass man sagt, wir sollten miteinander reden? Weil genau das ist fast nie geklärt und das führt dann immer wieder zu Unsicherheiten. Also was ist okay? Ist das Flirten okay? Das ist für viele Menschen zum Beispiel schon, dass die sagen, nee, Flirten finde ich nicht in Ordnung. Andere sagen, hey, Flirten ist doch cool, solange er da die Finger von lässt oder sie. Hauptsache, ich bin hier die Nummer eins. Das ist immer das Entscheidende für viele. Also das heißt, finde da drin deinen Weg. Auch da gibt es wieder keine Pauschalrezepte. Du kennst es ja schon von mir. Also das heißt, Thema Treue ist ganz wichtig, das vorher zu klären. Natürlich gerade in der Fernbeziehung, aber auch für jede Vorortbeziehung. Aber nochmal, in der Fernbeziehung ganz wichtig, um halt auch zu gucken, wie geht man dann damit um, wenn doch mal Eifersucht aufkommen sollte. Und dann kommen wir wieder dazu, dass es halt wichtig ist, dass ihr euch in der Fernbeziehung eine gute Kommunikationsbasis aufbaut. Da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Sei es jetzt, dass ihr in der Woche regelmäßig Kontakt habt oder wenn ihr wieder aufeinandertrefft, wenn es jetzt die Wochenendbeziehung ist, wenn ihr dann wieder aufeinandertrefft, dann einfach zu gucken, okay, wie gehen wir dann in den Austausch und was teilen wir mit. Aber auch dann zu klären, wie viel will ich von dem eigentlich alles wissen oder wie viel gebe ich dort Freiraum. Und das ist einfach der Rahmen, den ihr miteinander klären solltet. Weil dann fällt es auch leichter, im Vertrauen zu bleiben und nicht in dieses Gefühl zu kommen, ich vertraue dir nicht mehr, ich
unterstelle dir letztendlich vielleicht auch irgendwas, weil dieses Vertrauen schon mal irgendwo missbraucht worden ist. Aber das kann immer nur dann passieren, wenn man nicht klar über Grenzen gesprochen hat. Und deswegen finde ich das einfach wichtig, über Grenzen zu sprechen. Ich glaube, dazu werde ich auch insgesamt nochmal ein Video machen. Müsste ich nochmal gucken jetzt bei den 45 Videos, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe. Taucht aber gerade auch spannenderweise als Thema in meiner Praxis vermehrt auf, das Thema Grenzen. Also Treue, darüber zu sprechen, Grenzen, um damit halt das Vertrauen aufrechtzuerhalten, damit man halt nicht in diese Eifersucht hineinrutscht. Umgekehrt, wenn es soweit ist, dass du in die Eifersucht hineingerutscht bist, dann finde ich es gut, wenn ihr eine gute Basis miteinander habt, darüber auch zu sprechen. Natürlich geht es erstmal bei dir selbst zu gucken und innezuhalten, dir Gedanken zu machen, okay, was kann ich da für mich selbst tun? Ich komme gleich nochmal darauf, weil das kommen wir dann zu dem Aspekt der Einsamkeit. Aber Eifersucht, könnte man jetzt immer pauschal sagen, hat was mit einem selbst erstmal zu tun, mit einer Unsicherheit, mit einem schlechten Selbstwertgefühl. Ich will mal gar nicht diese Schiene zu sehr bemühen. Ja, da ist ein Aspekt drin, der schon stimmt. Aber wenn wir in Beziehung mit anderen Menschen sind, können wir ja den anderen auch entsprechend mit ins Boot holen. Das heißt, nicht die Verantwortung für mich, für meine Eifersucht abzugeben, aber mit dem anderen darüber zu sprechen, zu sagen, hey, weißt du was, ich bin eifersüchtig. Weil dann hat der andere die Chance zu fragen, okay. Und da wäre es gut, mal nicht nach dem Warum zu fragen. Das habe ich ja schon mal in der Vergangenheit auch darüber ein Video gemacht. Mal nicht nach dem Warum zu fragen, sondern zu sagen, alles klar, habe ich gehört. Was brauchst du von mir? Was kann ich für dich tun, damit du nicht in diesem Gefühl der Eifersucht bist? Also da einfach mal zu schauen und da offen darüber zu sprechen. Jetzt komme ich mal, warum das häufiger ein Thema ist, dahin. In Fernbeziehung kommt ja häufiger vielleicht auch mal das vor, dass man so ein Gefühl der Einsamkeit hat. Ich hatte ja schon im allerersten Video darüber gesprochen, es gibt ja verschiedene Formen der Fernbeziehung. Es gibt die Wochenendbeziehung, es gibt aber auch Beziehungen, wo man sich vielleicht auch über längere Zeit nicht sieht. Ich will jetzt nicht den Astronauten bemühen, der oben im Weltall dann ist, wo man sich vielleicht lange nicht sieht. So häufig kommt das dann doch auch nicht vor, mangels Astronauten. Aber dass man dann halt einfach guckt, ja, über welchen Abstand spricht man hier jetzt eigentlich. Und da wird dich vielleicht früher oder später als jemand, der in einer Fernbeziehung lebt, das Gefühl der Einsamkeit erreichen. Und das hängt natürlich auch wieder von deiner Persönlichkeit ab. Das hängt davon ab, was für eine Struktur hast du als Mensch. Bist du sehr in einer Beziehung auch jemand, der Wert darauf legt, mit dem anderen im Austausch und im Kontakt zu sein? Und wenn das nicht da ist, dass du dich schnell mal einsam fühlst. Oder sagst du, hey, ich kann die Beziehung, meine Liebesbeziehung so leben, wie ich sie lebe. Und ich habe andere Beziehungen. Ich habe Freundschaften, die ich pflege. Ich habe Dinge, die ich für mich tun, die mein Herz erfüllen und die auch mehr Kraft und Stärke geben. Sei es, ja, was es auch immer ist. Irgendwelche Hobbys, die du dich tust. Die, wenn du rausgehst und spazieren gehst oder Sport machst oder fotografierst zum Beispiel. Solche Dinge, die dich auffüllen und anfüllen. Also das heißt, was gibt dir Sinn? Ist dann immer für mich so eine wichtige Frage. Und was gibt deinem Leben Sinn, die du dir stellen solltest, wenn du das Gefühl der Einsamkeit hast? Also nochmal, Gefühl der Einsamkeit, frag dich dann, was gibt dir und was gibt deinem Leben Sinn? Und schau mal, was ist es, was du dort integrieren kannst? Weil ihr habt euch ja irgendwann für diese Art der Beziehung vielleicht auch sogar bewusst entschieden. Auch darüber habe ich ja ganz am Anfang im ersten Video gesprochen. Weil wenn das klar ist, wenn dieses Gefühl dieser Einsamkeit nicht da ist, dann ist vielleicht auch die Gefahr nicht so groß, dass du in die Eifersucht hineinrutscht. Dass du vielleicht auch nicht so sehr hineinrutscht, dass du dich von dem anderen abhängig machst. Und das ist sowieso immer eine der Dinge, wenn wir uns in Beziehung von dem anderen abhängig machen, machen wir uns auch von der Anerkennung, von der Zustimmung abhängig. Und schwächen uns selbst dabei. Und das ist für mich nicht das, worum es letztendlich in Beziehung geht, sondern es geht auch darum, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam sich weiterzuentwickeln und im besten Fall sich so gut miteinander zu unterstützen, dass jeder in seinem Tempo, in seinen Entwicklungsschritten wachsen kann. Das ist das, worum es für mich in Beziehung geht. Ich weiß nicht, ob du es teilst. Kannst du auch gerne mal im Kommentar dann hineinschreiben. Würde mich einfach mal interessieren, wie deine Sichtweise dazu ist. Freue ich mich wirklich, wenn du das in den Kommentar mal hineinschreiben magst. Okay, das mal so zu diesem ganzen Themenkomplex. Vertrauen, Eifersucht, Treue und halt auch vor allem das Thema Einsamkeit. Jetzt komme ich mal zu dem, was ich ursprünglich draufgeschrieben habe heute für dieses Thema. Es ist nämlich,
Ja, ist eigentlich eine Fernbeziehung nur wirklich, also eine Fernbeziehung, die vielleicht auch nicht als Wochenendbeziehung ist, sondern wo wirklich man sich wochenlang nicht sieht, ist die wirklich nur dann möglich, wenn man sie als eine offene Beziehung gestaltet? Letztendlich sage ich da auch wieder, es hängt von dir als Mensch ab, es hängt von euch beiden ab, was geht und was geht nicht. Und ich bin immer kein Freund davon, irgendwelche Dogmen dahin zu knallen, zu sagen, ja, das funktioniert nur so. Was ich daraus aber ziehen würde im Sinne des Offenen, würde ich letztendlich sagen, dass es natürlich klar ist, dass wenn man sie jetzt keine Wochenendbeziehung hat, sondern wenn wirklich die Fernbeziehung so ist, dass man sich mehrere Wochen bis vielleicht auch Monate nicht sieht. Ich hatte mal einen Klienten, der in Russland tätig ist und der nur 2, 3 Mal im Jahr dann nach Deutschland kommt und seine Frau dann halt auch entsprechend nur 2, 3 Mal dort ist. Also wenn man sich für so ein Lebensmodell entschieden hat, dann war es irgendwann ja auch eine bewusste Entscheidung. Und dann halt auch einfach zu sagen, okay, wie viel Freiraum gebe ich dem anderen? Jetzt kommen wir wieder, deswegen habe ich eben mit den anderen Punkten angefangen, jetzt kommen wir mich wieder darauf zurück, was ich eben zu Beginn dir schon erzählt habe. Also, welche Absprachen habt ihr? Welche Grenzen habt ihr abgesprochen? Und wie viel willst du wissen von dem, was im Alltag des anderen gerade passiert oder halt auch nicht? Und da gehört dann natürlich auch dazu, weil letztendlich bei dem Thema offene Beziehung und da habe ich von meinem Kollegen Nils Terborg auch mal ein Buch gelesen, was ich so als Einstiegswerk ganz gut fand. Und da werde ich sowieso noch mal ein bisschen was zu erzählen. Geht es ja bei der offenen Beziehung in der Regel eher auch um die Sexualität. Also was passiert mit der Sexualität? Wie frei, wie offen lebe ich die? Und da geht es halt auch darum zu sagen, okay, was sind für uns Grenzen? Was ist für mich okay und was ist für mich nicht in Ordnung? Und da ganz ehrlich mit dir wieder zu sein und dann mit deinem Partner, mit deiner Partnerin darüber zu sprechen. Und auch auszuprobieren. Wenn du merkst, ich habe eine gewisse Offenheit dafür und könnte mir das vorstellen und sage, okay, vielleicht ist mir das selbst auch schon passiert, dass ich gemerkt habe, da gibt es aber hier jemanden vor Ort, den ich ganz nett finde und irgendwie könnte ich mir da vielleicht auch mehr vorstellen. Also wenn du merkst, es ist eine gewisse Offenheit da, dann sprech da auch ganz offen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin drüber und sprecht auch darüber ganz klar über Grenzen und tauscht euch aus. Probiert aus. Das ist wie immer, ich sage immer Trial and Error. Keiner von uns ist eine Maschine und funktioniert irgendwie nach einem bestimmten Prinzip und wir können nicht sagen, wenn das passiert, dann ist das die Folge. Also es sind ja keine Automatismen, sondern das heißt, gib dir selbst die Chance und gib deinem Partner, deiner Partnerin die Chance, sich selbst zu entdecken und sich selbst zu entwickeln. So, und das kann auch dann in Richtung einer offenen Beziehung gehen. Und das heißt auch eine offene Beziehung mit Sexualität, dass man sagt, es gibt andere Sexualpartner. Aber nochmal ganz wichtig, es ist kein Muss. Also ich glaube nicht daran, dass eine Fernbeziehung nur funktionieren kann, wenn es gleichzeitig auch diese Offenheit zulässt. Das kommt wieder auf dein Naturell drauf an, es kommt auf deine Werte an, es kommt auf deine Prägung an und es kommt darauf an, was für dich stimmig ist. Das ist einfach das Entscheidende. Und das andere klingt manchmal für mich, sorry, das mag jetzt vielleicht ein bisschen hart klingen, aber so ein bisschen als eine Ausrede. Naja, okay, super. Geht ja vielleicht nicht anders, machen wir mal auf eine Beziehung. Und insgeheim wollte ich das vielleicht schon immer und habe das mich nie getraut auszusprechen. Sei so ehrlich zu dir selbst und sei so ehrlich zu deinem Partner, genau das dann auch zu sagen. Also, das nochmal als Einladung da an der Stelle. Weil das kommt mir dann immer zu schnell um die Ecke geschossen. Also, nochmal, ganz klar, ich will jetzt weder das gut heißen noch schlecht heißen. Ne? Also, das ist Thema offene Beziehung. Beschäftige dich mit, wenn es dich interessiert. Setz dich damit auseinander. Und wenn es wirklich dich kitzelt und reizt und dein Partner, deine Partnerin genauso, dann probiert es aus. Testet es aus, probiert es aus und findet es heraus, ob es wirklich für euch gut ist oder nicht. Passt aber auch auf, was das Thema Eifersucht mit dir macht. Also, ne? Seid immer dessen bewusst, dass es da immer so ein paar Mitspieler in Anführungsstrichen gibt, die uns gefühlsmäßig ja, dazwischen kommen können. Aber auch ganz wichtig, bitte nicht als Ausrede werten oder nehmen und sagen, naja gut, nur weil wir jetzt eine Fernbeziehung leben, die halt nicht, wie gesagt, vielleicht als Wochenendbeziehung ist, ist das der Freibrief. Also da glaube ich einfach nicht dran. Sondern ich denke mal, eine Beziehung und kann davon leben, dass ihr auch das aushaltet. Ich sage es jetzt mal bewusst so ein bisschen so. Und nochmal, ich komme wieder darauf zurück, was gibt dir selbst Sinn in deinem Leben? Also bist du abhängig von der Paarbeziehung?
bist du abhängig von anderen Menschen oder kannst du dir den Sinn des Lebens auch in dir selbst erarbeiten und geben und dann frei im Austausch mit dem anderen dir begegnen. Ja, das vielleicht mal so ein bisschen als Input von meiner Seite zu dem Thema. Ich könnte irgendwie gefühlt gerade noch ein bisschen mehr erzählen, aber habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, ich habe das Wesentliche und würde jetzt sonst nochmal Dinge wiederholen. Und das Schöne ist ja bei den Videos, du kannst es dir dann nochmal anschauen und wenn es dich da nochmal was interessiert oder zurückspulen und das ist ja immer das Schöne. Wenn Fragen sind, dann stell sie gerne. Ich gebe nochmal kurz einen Hinweis, warum habe ich heute nochmal meine Checkliste, bin ich in meinen Partner verliebt, hineingestellt. Sie passt vielleicht nicht 1000%ig jetzt auf die Fernbeziehung, aber sie passt generell für das Thema Beziehung wunderbar. Und zwar in dahingehend, dass du für dich darüber über einfaches Ankreuzen feststellen kannst, was läuft gut in deiner Beziehung, was läuft vielleicht nicht so gut. In welchen Bereichen wünschst du dir Veränderung, in welchen Bereichen ist es einfach super, so wie es läuft. Und genau dann damit mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ins Gespräch zu kommen, schafft Klarheit. Und nochmal, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ihr habt auch ganz klar die Punkte, wo jeweils die Grenzen sind, die jeder von euch hat. Und das wünsche ich dir, dass ihr das Gespräch schafft und dass du für dich selbst spürst, wo sind Grenzen für mich und was ist für mich völlig in Ordnung und darüber ganz frei und offen mit deiner Partnerin, mit deinem Partner sprichst. Dann habe ich noch was Zweites und dann bin ich auch gleich zu Ende für heute. Ich wollte halt, wie gesagt, nur mal gucken, dass halt, falls noch Fragen kommen, dass ich entsprechend die Zeit habe. Ich habe mich gestern tierisch gefreut. Gestern sind meine Flyer gekommen. Ich weiß gar nicht, ob du das sehen kannst. Na doch, blendet hier so ein bisschen, das ist mit den Lichtverhältnissen. Am 14. September gibt es das nächste Paarbistro von mir und das ist eine ganz neue Reihe, die ich jetzt an den Start gebracht habe, wo ich letztendlich das, was wir hier jetzt so im Facebook Live Talk machen, kannst du dir vorstellen, das ist quasi so der Beginn und dann gehe ich immer in Übungen hinein und dann geht es darum, auf eine lockere, vielleicht auch leicht spielerische Art, ohne dass es spielerisch sein soll, dir oder euch als Paar, weil das ist exklusiv für Paare, Impulse mitzugeben. Impulse für eure starke und selbstbestimmte Beziehung. Und das ist für mich immer das Wichtigste. Das ist auch für das, was, wenn ich mit den Menschen bei mir in meiner Praxis zusammenarbeite, worum es halt hauptsächlich geht, ist der Transfer in den Alltag. Und genau das möchte ich im Paarbistro auch erreichen, über kleine Happen letztendlich euch zu sensibilisieren für bestimmte Themen, ohne dass man jetzt das Gefühl haben muss, boah, wir haben schon wirklich richtig Probleme, sondern auf einem ganz hohen Niveau im Sinne einer Prophylaxe oder eines TÜVs, Beziehungstüvs, dass ihr dort etwas für eure Beziehung tut und so etwas mitnehmt. Es gibt immer verschiedene Themen für ein Paarbistro. Das findest du alles auf meiner Internetseite. Ich stelle mal den Link auch nochmal oben mit hinein bei der Beschreibung zum Video. Dann kannst du, wenn es dich interessiert, mal hinklicken. Wie gesagt, vielleicht bringe ich da nochmal, oder ich habe ja sowieso auch eine Videoreihe zu dem Paarbistro. Die findest du auch auf YouTube. Und auf meiner Facebook-Seite auch, da verschwinden sie halt immer nur in der Timeline. Auf Facebook findest du eine extra Playlist dafür, wo ich ein bisschen näher drauf eingehe. Und zu jedem Thema, was es gibt im Paarbistro, erzähle ich kurz was und gebe jedes Mal sofort einen kleinen umsetzbaren Tipp. Gut, fast 19 Minuten habe ich jetzt hier heute schon wieder am Stück geredet. Ich denke, es ist genug. Kommentare, Fragen sind jetzt gerade nicht gekommen. Wie immer geht, wenn noch Fragen auftauchen, dann melde dich, schreib es gerne im Kommentar. Und ich freue mich natürlich, wie jeder andere auch, gerne mal über einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und oder ein Herzchen. Und wenn du sagst, war jetzt nicht so doll, dann gerne auch. Schreib aber mal mir dann dazu, weil das hilft mir dann natürlich auch. Was brauchst du anders? Was wünschst du dir anders? Dann ist es ganz konkret und dann kann ich das auch entsprechend umsetzen und lerne auch dazu, weil auch ich lerne hoffentlich bis zu meinem Lebensende immer weiter dazu. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Mittwochabend. Ich freue mich und danke dir, dass du dabei warst, für deine Aufmerksamkeit und freue mich, nächste Woche Mittwoch dich hier wieder live zu sehen. Das Thema, ich habe eben gerade im Vorfeld schon mir kurz Gedanken gemacht, weiß ich noch gar nicht so richtig genau. Ich werde es wie immer im Vorfeld ankündigen und eins weißt du auf alle Fälle, es geht um Impulse für deine selbstbestimmte Beziehung. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend. Mach's gut. Ciao.